Zum Mittag war die Lavantal Arena eine Schneewüste. In Windeseile haben fleißige Helferlein den Rasen vom Weiß befreit. Und so kann die Partie mit 1,5 Stunden Verspätung beginnen. Alexander Kofler macht sein 200. Ligaspiel und er sollte ohne Gegentor bleiben. Die Altacher in Weiß zwar zu Beginn die aktivere Mannschaft, aber den ersten Kracher lässt der WRC in Minute 14 durch Amar Dedic aus. Der trifft mit diesem Hammer die Stange. Kleiner Schönheitsfehler beim Abspiel von Taferna, war er im Abseits. Sein Treffer hätte wohl nicht gezählt. Altach wieder mit Manuel Turnwald, der die Partie am vergangenen Mittwoch wegen eines Hexenschusses verpasst hat. Und da kommt er auch schon aufgezogen in der 21. Kofler mit seiner ersten Parade an diesem Abend. Es sollte nur noch eine weitere folgen. Strammer Schuss, gute Abwehr und Mitte der ersten Hälfte übernimmt der WRC komplett das Kommando. Perez heute sehr spielfreudig. Checo Dieng weiter in der Startelf, obwohl Thorsten Röcher wieder gesund ist, bringt den Ball nicht optimal zu zentral auf Casali. In der 37. erneut Perez als Vorbereiter. Dann Lindl hat gute Schussposition, knickt aber beim Abschluss irgendwie noch hinten weg, deswegen streicht der Ball weit übers Tor. Aber nur eine Minute später klappt es dann wieder. Perez raus auf Dedic. Die Flanke schickt Leitgeb zurück zu Taibaribo. Der macht sein 7. Saisontor, sein erstes seit Mitte Oktober. Die Führung zu diesem Zeitpunkt bereits hoch verdient. Da schauen die Altacher alle nur rüber auf den Ball. Leitgeber kennt die Situation perfekt, versucht nicht selbst abzuschließen, sondern legt auf. Taibaribo macht zur Pause den Unterschied 1:0 für den WRC. Und der legt dann nach dem Seitenwechsel gleich richtig los. Eckstoß Lindl, da ist wieder Dieng, aber der schießt den Ball nicht ins Tor, sondern an den Popo von Teamkollege Lochoschwili. Lindls Ecken werden auch im Verlauf dieses Spiels noch gefährlicher. Der WRC erarbeitet sich Chancen, aber er nützt sie noch nicht. Hier, Edok Polo bringt den Ball nicht weg. Baribo bringt sich in Schussposition. Bumberger, der den verletzten Alion ersetzt, kann zur Ecke klären. Dann wechselt Robin Dutt zweimal, bringt statt Taribo und Wiesinger zwei neue Stürmer, nämlich Röcher und Wiesinger. Da ist Taferna, da ist Dario Wiesinger und der trifft in Minute 70 zum 2:0. Das erste Saisontor für Wiesinger, möglich gemacht durch ein Missverständnis zwischen Eigner und Zwischenbrugger. Die bringen den Ball nicht raus. Taferna reagiert schnell. Wiesinger schießt überlegt ein. Von Altach nur noch diese erwähnenswerte Szene. Freistoß von Edok Polo und dann Zwischenbrugger Baumgartner, der wieder gesund ist, fälscht den Ball ab. Altach kassiert die 5:0 Niederlage in Folge und dann auch noch das 0:3 in der 77. Torschütze Eliel Perez. Für ihn Saisontor Nummer 4 nach einem blitzsauberen Konter. Die Altacher hoch, Lindl mit dem guten Abspiel. Kein Abseits von Wiesinger, der nach seinem Treffer auch einen Assist bekommt. Auch kein Abseits von Perez, der ist hinter dem Ball. Der WRC feiert den 4. Heimsieg in Folge und die Rückkehr auf Tabellenplatz 2. Jennifer Bosch mit gut gelaunten Wolfsberger.